Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News. Mit mir, dem Herrn gleich. Lass mal das Ding da wieder rüberziehen, sonst gucke ich so komisch. So, ja, gucken wir mal in den ersten Kommentar rein. Von Justin Rock. Rentiert es sich, das Mystic Teddy Set zu kaufen für 500 Gems? Oder soll ich auf ein besseres Angebot warten? Oder was soll ich mir für 500 Gems kaufen? Wäre nett, wenn du mir helfen würdest. Also, ich vermute einfach, dass du noch nicht so weit bist. Und dann macht natürlich dieses Mythic Teddy Pack überhaupt keinen Sinn für dich. Nein, 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 nein. Dann kriegst du nämlich gerade mal, wenn du das holst, kriegst du eine Karte aus dieser ganzen Box und 15 Fragmente von der Mythic. Und davon brauchst du 250. Bedeutet, mit den 500 Gems kannst du echt nicht viel anfangen. So, deswegen sparst du jetzt auf 800 Gems. Und dann, wenn du 800 Gems hast, dann guckst du hier wieder in den Shop rein. Also in unsere Videos hier und dann sage ich dir, ob sich irgendeine dieser Boxen lohnt oder nicht. Und dann machst du das Sonderangebot für 800 und dann kriegst du hoffentlich wenigstens mal zwei Legis daraus oder so. Das wäre nicht schlecht. So, drückst du dir auf jeden Fall ganz doll die Daumen. Musst du dann vorher noch in den Kommentar reinschreiben, dann drückst du dir ganz, ganz doll die Daumen und dann wünschen wir dir ganz viel Glück und vielleicht funktioniert das dann sogar. Also, jetzt gucken wir mal hier rein. Da haben wir nach wie vor den Mythic Zoidberg. Oh, ist ja nach wie vor meiner Meinung nach die stärkste Mythic, die es gibt. Dann haben wir hier im Shop neue Gegenstände zu. Bin schon da rein. Teddy. Mythic Teddy Box, wo wir jetzt immer drüber gesprochen haben. Teddy, halber Hunjin, The Borax Kid, Shrimpy Shrimps und Lois Griffin. Nee, dafür keine 500 Gems ausgeben. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. So, das machen wir nicht. Also nicht, so, also nee, machen wir nicht. So, dann sind wir hier bei der Summer Guy Box. Und hier sehen wir jetzt Summer Guy, Free Convention, Shrimpy, Shrimps, The Voice Kid, Hermes, Conrad und Land Platter. Nein. Auch das nicht. So, jetzt wissen wir auch schon, was das nächste BGE ist. Das wird nämlich dann Animal sein. Dann haben wir hier den in dieser Down to the Bone Sale Box. Down to the Bone. Down to the Bone. Da, 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 down. So, Sacrificial Robot Goat. Knife Wielding Seal. The Bandit. Peter und Bill. Oh, und das ist nice. Peter und Bill. Und der Bandit. Und Knife Wielding Seal und Sacrificial Robot Code. Gucken wir mal ganz kurz hier in die Kombos rein, was es da so gibt. Da haben wir Falcon Attack, Quagmire. Wow. Bam. Die ist nice. Wild Brian. Bam. Guckt euch das an hier mit dem Mythic Brian. 25 Punch, 19-fach Craze. Dann haben wir hier Duke. Bam. Eine 28er Mauer, 34-fach die Mauer durchstoßen des Gegners und 31-fach Gas. Dann haben wir hier Klaus Fischweif, Duck Bone Stan und hier, BAM! 21-fach Krippel, 23-fach Mauer durchstoßen, 19-fach Craze. Marmalade, die auch ziemlich geil ist, wenn man da schon. Also wenn man Roger quadfused hat und die Animal-Karte quadfused, auch sehr stark. Teddy's Pigeon, stark. Two-Butt-Goat ist auch ziemlich nice. Squirrel Death ist ziemlich geil. Die Princess Little Pitties ist auch nice. Pigeon Bill, oh mein Gott. Pigeon Bill wird wieder ein Monster werden. Mit Hijack, mit Punch und mit Bombe. Dockhouse Bobby, Benders Ducklings. Down to the Bone. Mit 34-fach Punch und 25-fach Leech. Holy shit. Die Katz. Die spiele ich auch manchmal ganz gerne. Mit Criblaw. Mit Leech und mit Hijack.
Und dann haben wir noch Umbriel. Also, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Da kommen richtig geile Sachen zustande. Hier Peter und Bill, natürlich geile Charakterkarten. Diese Box ist geil. Aber auch an dich wieder, Justin Rock, nicht dass da für 450, ich will da jetzt gar nicht drauf klicken, nicht für 450 das kaufen. Nein. Nein. Sonderangebot. Da, das hier. Warten kostet 800 und dann da holen. Das ist gut. Ich bin am überlegen, aber ich will tatsächlich Mythic Zoidberg auf den sparen jetzt. Also ich will da 3000 Gems zusammenbekommen und dann will ich auf den sparen. Ganz ehrlich, ich will den haben. Ich will den unbedingt haben. Und ich bin so nah ja da dran. So, Meisterschaft. Gehen wir jetzt in die Meisterschaft rein und gucken mal, was es da heute so Tolles gibt. Und ihr wisst ja alle, ich bin ein Fan vom Roger inzwischen. Vom Roger. Oh, das wollte ich so jetzt eigentlich nicht in dieser Reihenfolge. Und dann haben wir hier Party Beer Implant. Und ja, ist mit Drunken Karten und mit einem Roger und Oktoberboy. Ist jetzt nicht so der Brüller. Ist tatsächlich eine der schwächsten Roger-Kombos, die es gibt. Also, selbst wenn ich jetzt genügend Gems zur Verfügung hätte, würde ich mir die mit Sicherheit nicht holen. Never ever. So, dann haben wir die Artsy Tina. Gucken wir uns mal die Artsy Tina an, was die so kann. Und da sehen wir hier unten, die hat halt Punch und die hat Cheers. Ja, ich fand die früher mal richtig geil. Muss ich ehrlich sagen. Lass mich mal schauen, wenn wir das Ding Quad-Fusen maxen. Ah, ist ziemlich ernüchternd im Moment, muss ich ehrlich sagen. Das ist Wahnsinn, wie sich das Spiel entwickelt hat, ist echt Wahnsinn. Das Ding war mal richtig geil. Und jetzt ist es so, ist halt eine Tina mit Basso. Naja. Mehr. Lohnt sich nicht. Jo! Echt schade. Also, geht euch das nicht auch so, wenn ihr dann solche Kombos seht und dann denkt ihr, boah, die habe ich mal früher voll gerne gespielt, die fand ich mal voll krass, voll ultra krass. Und dann guckst du die an und denkst dir so, wäre echt ziemlich traurig, wenn ich nur solche Kombos spielen könnte. So, also jetzt haben wir hier Dressed Up Bill. Gucken wir mal da rein, in den Dressed Up Bill. Und der sieht folgendermaßen aus. Hier ein Bill mit Drunk-Karten. Ihr müsst dann aber auch natürlich unterscheiden. Ne? Also es gibt auch den Drunk-Bill. Also muss schon aufpassen. Mit Welcome-Mojitos, mit Spring-Break-Shots, Party in a Beer-Tank, Jelly, Bean, Schnaps, Malteser, Likör, Oktoberbräu und das da mit dem Bierwasser. Das lassen wir mal. Also diese Kombos machen Dressed Up Bill. Ja. Ich bin mir sicher, für den Bill gibt es auch deutlich bessere Kombos als das hier. So richtig nice ist es jetzt nicht. Und 1000 Steine würde ich dafür auch nicht ausgeben. Mal ganz davon zu schweigen, dass ich den Bill immer noch nicht habe. Also nicht maxed oder so. Also so in der Form, wie ich ihn habe, lohnt es noch nicht. Ja, also sprich, das hier ist es sich nix. Und dann haben wir noch die Flying Machine. Ja, und Flying Machine sagt ja schon alles. Flying Machine ist mit Flugkarten. Und da gibt es halt nun mal nicht so viel. Roger Spaceship. Und dann gibt es hier noch das Planet Express Schiff. Wow, yeah. Und dann gibt es noch den Petercopter. Den habe ich früher auch mal gespielt. Aircraft habe ich nie gespielt.
Ja, und dann kommt halt sowas bei raus. Also heute braucht ihr euch nicht mit der Combo Mastery auseinanderzusetzen. Die ist nämlich Käse. Lohnt sich nicht. Schade. Kommen aber auch wieder Sachen. Hundertprozentig ein bisschen Geduld haben. Und dann kommen auch schon wieder die richtigen Dinge. So, wenn es euch gefallen hat und wenn es euch geholfen hat, dann, und ich das so weitermachen soll, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Dann weiß ich, cool, euch gefällt das. Und es macht auch Sinn, dass ich mich hier da hinhocke und das mache. Und ja, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und wenn ihr den abonniert, dann läutet die Glocke, um darüber informiert zu werden, wenn neue Videos von uns live geschaltet werden. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown, Daily Shop News oder Combo Masteries oder eben auch Rumble Videos oder auch alles mögliche andere. Mit mir dem gleich. Siege Videos, kommt noch einiges. Ja, Pack Openings und so weiter und so fort. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.